Hi ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge mit Bellwright. Ja, im letzten Part haben wir eigentlich nicht so viel gemacht. Wir haben halt nochmal was in der Forschungsbank erforscht und haben einfach nochmal so ein bisschen gefarmt und so. Jetzt müsste ja dann auch gleich wieder der Winter kommen. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall im Vorfeld noch ein bisschen Essen besorgen. Und dann möchte ich auch gern dieses Reiseschild erforschen, damit ich von Padstow zurück und hin und her reisen kann und so weiter. Und wir uns vielleicht in der Nähe von Padstow irgendwie ein neues Lager aufbauen. Ja, genau, das ist für heute auf jeden Fall der Plan. Und dann möchte ich auch gerne direkt schon nach Padstow rein, denn da haben wir ja auch noch zwei Quests. Genau, und in diesem Sinne viel Spaß beim Schauen und let's go! So, also wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt nochmal ein paar Beeren gesammelt und auch ein paar Pilze. Es war schon ein kleines bisschen mehr, aber die haben sich natürlich schon gleich wieder was rausgenommen. Und ich glaube, irgendwer hat es schon am Feuer auch wieder gebraten. Ja gut, man hat es jetzt zumindest gerade gehört, dieses Zischen. Ja, Leute, die Forschung von dem... Ach, was haben wir denn zuletzt erforscht? Ich glaube, ihr wisst schon, ist nämlich auch abgeschlossen. Und zwar war das hier das Räuchergestell. Das kostet uns Seile, Holz, Rohstein und Zinnbarren. Gut, okay. Kann ich natürlich jetzt noch nicht machen mit Zinnbarren. Aber wir können uns ja den Rennofen einfach auch mal hier schon herlegen. Beziehungsweise erforschen lassen. Und dann, ach genau, jetzt schaut, jetzt sind wieder vier Pilze drauf. Dann würde ich sagen, dass wir auch einfach pennen gehen. Denn wir haben am nächsten Tag ja viel vor. Tag 15. So, sehr schön. Es ist also noch nicht Winter. Ach so, Leute, ja. Das war natürlich jetzt doof, dass ich den Rennofen in Auftrag gegeben habe. Denn eigentlich wollte ich ja das Reiseschild machen. Und ich sage es auch noch vorher. Und dann vergesse ich es einfach wieder. Naja, gut. Ich brauche eine einfache Schnur und Holz. So, ich kann denen ja mal ein bisschen helfen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo ich die Schnüre hin habe. Also, ah, hier ist auch noch ein Plankenschild. Ja, das tue ich mal kurz ins Inventar. Und dann nehmen wir hier die Schnüre mit. Die können wir dann hier reinpacken. Quatsch, so. Gut, das heißt, sie brauchen ja nur noch Holz. Und dann wollte ich auch noch mal hier in dieses Ding hier schauen. Genau, weil hier sind nämlich die Sachen, die sie gesammelt haben, sind schon hier drinnen. Und das hier können sie nicht sammeln, wahrscheinlich weil es zu weit weg ist. Kann ich das irgendwie hier rauslöschen? Ah ja, klar, hier. Nice. Denn ich möchte, dass sie eigentlich Pilze sammeln. Und zwar Umschalt. Ja, sammel mal 110 Pilze und 100 Beeren. Genau. Dann könnten wir eigentlich auch das Holz in Auftrag geben nochmal. So, und dann passt es erstmal. Und es ist noch ein wunderschönes Wetter. Ich hoffe, ihr macht mal schneller hier. Ah ja, er ist schon dran. Schaut her. Er ist schon dran. Very gut. Ach, wisst ihr was? Hey, wieso kann ich den Pilz nicht nehmen? Hallo? Ach so, weil er noch nicht fertig ist. Na klar. Das macht natürlich Sinn. Dann esse ich jetzt einfach von hier raus und vielleicht noch einen gebratenen dazu. Eine Bandage habe ich ja noch. Wisst ihr was? Ich nehme mal zwei Pilze mit und ich tue den einen auf diesen Schnellplatz. Weil es macht ja gar überhaupt keinen Sinn, dass ich hier Verbände habe und hier auch Verbände. Deswegen machen wir das so. Da hat nämlich auch jemand von euch den Tipp dazu gegeben. So, und machst du jetzt mal dieses Schild hier fertig? Fehlen immer noch 5 Holz. Na, vielleicht können wir dir ja irgendwie kurz helfen. Zwei Holz haben sie schon. Ich mache einfach mit. So, jetzt haben wir 3. Aber ich nehme noch ein bisschen mehr mit, weil ich gerne meine Dinger reparieren möchte.
meine Axt und so. So. Dafür haben wir, glaube ich, Stein gebraucht, gell? Zum Reparieren. Öffne mal das Lager. Wo ist denn der Stein? Hier, Rohstein. Nehmen wir mal, keine Ahnung, 6 mit. Und packen den Rest dann schnell da rein. Oh, bin ich jetzt übers Feuer gelatscht. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Dann lasst uns einmal reparieren. Reparieren ist hier. Einfache Axt. Und die Fackel möchte ich auch repariert haben. Den brauche ich nicht reparieren. Und was war jetzt nochmal? Ach, der Stoffköcher, ne? Der wäre halt eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wichtiger ist erstmal, dass wir hier einfache Pfeile herstellen. Da brauche ich noch ein Holz und 3-mal Schilf, ne? Wo ist denn noch Schilf hier? 1, 2, 3. Achso, da war auch noch Holz drin. Dann nehmen wir doch noch ein Holz. Dann sind wir da nämlich auch wieder ausgerüstet. Genau, jetzt craftet er das. Und für den Verband habe ich Salbei und Flachs gebraucht. Gut, unsere Pfeile sind fertig. Und was habe ich gesagt? Flachs und der Salbei. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas davon haben. Also, Salbei schaut gut aus. Flachs irgendwie weniger gut. Jetzt kann ich nur hoffen, dass hier noch was drin ist. Auch nicht. Okay, dann haben die alles verbraten. Ja gut, wisst ihr was? Dann kötel ich jetzt aber auf die, auf den Verband. Und das Reiseschild ist fertig. Cool. Genau, ermöglicht schnelles Reisen zwischen 2 oder mehr Zeichen. Das heißt, was kostet es denn? 5 Holz, 2-mal Baumstamm und 2-mal Rohstein. Wenn ich das jetzt hier hinstelle, kann ich das hier nicht herstellen, oder was? Doch, müsste doch gehen. Ja, das können wir einfach mal hier so hinklatschen. Wieso geht's nicht? Muss in der Nähe der... Ach so, ja, okay. In der Nähe der Straße. Macht Sinn. Okay, dann gehen wir mal kurz darauf und platzieren es da oben. Wenn das denn dann geht. Ja, aber das ist ja auch voll weit. Also so nah. Hier geht's. Ja gut, dann hoffe ich, kümmern die sich da drum. Und jetzt würde ich eigentlich gerne unseren Lubomir mitnehmen. Was macht denn der gerade? Ach, der hat Beeren gesammelt und Holz. Du, die kannst du gleich mal mir geben. Und dann bist du mein Gefährte. Dann rüsten wir ihn jetzt aus. Und zwar, die Beeren kommen hier rein, das Holz auch. Wo kann ich denn das hin tun? Wahrscheinlich hier, oder? Ja, okay. Ist aber vielleicht nicht schlecht zum Verteidigen. Der macht halt aber 38 Schaden. Ach so, und den Bogen kann ich aber nicht auf die Dings machen. Naja gut, ich lasse jetzt mal das Schild und dann werde ich schon sehen. Dann nehmen wir mal noch 2 Pilze mit für ihn. Können wir ihm eigentlich gleich geben, oder? Ja. Gut, dann machen wir uns jetzt auf nach Padstow. Ach so, aber er ist auch nicht voll geheilt, ne? Bleib mal da, dann verbinde ich dich jetzt. Ausnahmsweise. So. Dann komm mal mit, Junge. Ach so, Moment mal ganz kurz. Bevor wir gehen. Ach, das haben wir ja auch noch. Mit der 2-mal einfachen Schnur und 2-mal Fell. Ja gut, okay. Okay, ich habe also das hier mit dem Banditenlager und den Großauftrag. Und den würde ich gerne erstmal schnell verfolgen. So, dann auf geht die wilde Fahrt. Auf geht die wilde Fahrt. Wart ihr heute schon mit dabei? Los, steigt ein.
Ich hasse das. Also Achterbahnfahren und so ist überhaupt nicht meins. Ich bin ein Schisser und ich bleibe lieber am Boden. Ich mag auch Fliegen nicht. Naja, genug erzählt. Also, wie nehme ich denn das Schild jetzt eigentlich mit der 3? Und so blocke ich. Kann ich dann auch die Axt noch nehmen? Na gut, okay. Kann man mal machen. Schauen wir mal, vielleicht sind ja wieder Banditen auf unserem Weg, die kreuzen. Wir könnten aber natürlich auch hergehen und einfach hier durchlaufen, oder? Wo ist ein Pet Store? Da hinten. Und dieses Banditenlager habe ich mir ja schon markiert. Möchte ich aber nicht. Nee, ich glaube. Achso, nee. Wir bleiben hier auf dem Weg. Das scheint mir eine sichere Sache zu sein. Und wenn ich irgendwelche Banditen sehe, dann werden sie platt gemacht. Könnte ich jetzt eigentlich hier mit dem Schild auch reisen? Wenn ich eins aufgestellt habe bei mir? Oder muss ich dann quasi hier auch nochmal eins aufstellen? Gute Fragen, ne? Fragen über Fragen. Und da ist ja ein Hoppelhas. Na los, hoppelt schnell weg, sonst werde ich dich essen. Hier kommen wir nämlich auch. Hier ist nämlich auch so ein See. Gut. Müssten ja eigentlich so mehr in die Richtung. Dann nehmen wir den kleinen Wanderweg hier. Da ist ein Hirsch. Grüß dich. Mach dich vom Acker. Weil der See hier scheint auch schön zu sein. Da ist aber auch schon wieder irgend so ein Gebäude. Und da ist sogar ein Steg. Wäre natürlich schon schön. Ich weiß halt aber auch nicht, wie es dann quasi unten am... Ja, ich weiß nicht, ob es ein Meer ist oder ein See. Wie es da ausschaut. Hier ist auf jeden Fall auch eine Quest oder so. Gucken wir da mal kurz hin. Ich weiß, ich habe mich wieder ablenken lassen. Mein Gott, was soll ich machen? Hallo du, wer bist du? Bleib mal da. Der Paul Fischbörn. Ja, servus, Pauli. Bleib mal da. Hallo. Weil ich mein Schild draußen habe, möchtest du nicht mit mir sprechen. Okay, alles klar. Oh, hello. Do you need anything? Neue Quest. Und zwar Goldene Schuppen Teil 1. Da müssen wir die Methode rausfinden, wie er die goldene Forelle gefangen hat. Kein Problem für uns. Vielleicht dürfen wir dann auch hier bei ihm wohnen. Kommen wir denn jetzt wieder darauf? Hallo. Gehst du hoch oder was? Du kannst hier nicht kacken. Was ist es? Na gut. Müssen wir halt da lang gehen. Hier ist nämlich auch auf jeden Fall Schilf. Irgendwie brauchen wir ja einen Ort, wo alles zusammen da ist. Also Schilf und Steine, Holz natürlich. Und deswegen sollten wir eigentlich nach da gucken. Danach gucken, was denn für nach da gucken, ey. Ach, wir sind ja schon am Pet Store vorbei. Wir müssen eigentlich da lang. Machen wir das doch jetzt auch? Na komm. Bevor wir uns wieder Ärger einhandeln und sterben. So, da sind wir. Und was haben die alle über dem Kopf eigentlich? Ach, Good das ist der day. Gastwirt. Den habe ich im letzten Part gesucht. Gut zu wissen, dass er hier ist. Ink In and einem der parchment, letzten tales Parts. Und untold. was bist du, What der catches your eye? Buchhändler? Books are a gateway to knowledge. Welche And Bücher haben knowledge. Sie heute vorrätisch? Soll ich das kaufen oder nicht? Nee, mache ich nicht. Oha, hier haben übelst viele Leute eine Quest. Ich würde sagen, ich nehme die mal kurz alle an. Greetings. Und dann sähen wir uns wieder. So, hier ist auf jeden Fall unser Zimmermann, zu dem wir hin müssen. Aha, er will 2 Baumstämme und 3 Bronzebarren. Gut, dann haben wir ihn jetzt erledigt. Dann müssen wir da hinten noch kurz zu ihm.
Come closer. Hi, hallo. Welcome, traveler. Gut. Und er möchte jetzt, dass wir ihm erstmal 5 Stücke geräucherten Fisch geben. Kann man da noch näher hin, ja. Also. Verfügbare Quest, verfügbare Quest, verfügbare Quest und Questziel. Ist er unser Questziel? Ah ja, klar. Er braucht die Bronzebarren und die Baumstämme. Hm. Wo sind denn die anderen Quests jetzt? Ist er eine Quest? Gut, jetzt haben wir bei dem auch eine Questie angenommen. Wo ist denn noch eine Questie? Rechts oben irgendwo. Ah ja, genau. Er sagt, er hat einen Job für uns. Okay, dann werden wir uns auch darum kümmern. Jetzt haben wir einige Quests, die wir erledigen müssen. Die mit den 3 roten Punkten ist wahrscheinlich die schwierigste. Mit dem Banditenlager. Dann haben wir das, was noch in Herndin ist. Das ist ein Petstore, dafür brauchen wir aber diesen Ofen. Ich denke, dann müssen wir aber trotzdem erstmal wieder heim. Beziehungsweise gucken wir jetzt mal schnell hier bei dem Fischer vorbei, ob wir nicht dort diese 5 geräucherten Fische kaufen können. Und wenn das erreicht ist, dann gehen wir wieder zurück. Wobei, jetzt wird es halt auch schon wieder dunkel, ne? Sollen wir jetzt erst hier pennen? Wie viel kostet denn das, wenn man hier pennt? Kann ich für eine Nacht in eurer Taverne bleiben? 100 Gold, ein Begleiter. Ach komm, was soll's, wir gönnen uns ja sonst nichts. Dein Zimmer wird auf dich warten. Besuche die Taverne nach Einbruch der Dunkelheit. Okay. Ah ja, zu früh zum Schlafen. Kein Problem. Ab wann ist es denn? Es ist doch schon fast 8. Ha, genau. Und jetzt wird's dunkel, ne? Lustig. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Schlafe bis zum Morgen. Ist jetzt Schnee oder ist jetzt kein Schnee? Ich bin ja gespannt, Leute. Überfall erwartet, steht jetzt schon wieder dran. Morgen in meiner Siedlung. Warum? Puh, und jetzt schneit es ja mal richtig. Das ist ja voll das Blödmann-Wetter, ey. Okay. Gut. Gut, gut. Gehen wir runter und fragen nach Fisch. Einmal runter mit dir, Madame. Hallo, bleib mal da. Oh, hello. Do you need anything? Welche Gegenstände hast du zum Kauf? Gegrillter Fisch, geräucherter Fisch, 4-mal. Okay, dann kaufen wir doch 2. Ach so. Ach, shit. Der will aber 5, der Depp, oder? Nein, wieso will er denn 5? Hallo, wo sind Sie hin, der Herr? Ich brauche noch einen. Hi, stopp. Oh, hello, do you need anything? Ich brauche doch noch einen geräucherten Fisch. Och, Mann, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Naja, wenigstens sind die Banditen nicht mehr da. Kommst du darauf? Nö, anscheinend nicht. So, in welche Richtung müssen wir denn? Ich sehe nichts. Ja, prinzipiell einfach hier so durch. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich daheim bin. Wisst ihr was? Ich habe es mir gerade eben anders überlegt. Ich kann nicht nach Hause gehen, ohne hier irgendwas überfallen zu haben. Ich brauche Loot, den ich mit nach Hause bringe. Sonst denken sich meine... Oh, okay, aber... Ich glaube, ich nehme alles zurück. Hier sind ja übelst viele. Obwohl das ein grünes ist. Kann ich irgendwie... Die irgendwie da rauslocken. Da hinten... Scheiße, den habe ich nicht getroffen. Aber sie haben mich gesehen. Komm, vielleicht kriege ich das ja hin. Oh, ist ja schon einer. Oh, da sind ja schon so viele.
Und hier gibt's wieder nichts, wo ich mich raufflüchten kann. Oder kann ich auf diesen Wagen klettern? Das wäre natürlich einwandfrei, aber ich habe keine Ausdauer. Looking for trouble? Nee, kann ich nicht. Scheiße, jetzt hat... Na, geht weg. Fuh, you. Ach, Mann. Na gut. Jetzt bin ich wenigstens zu Hause. Aber ob das jetzt gut ist oder nicht... Erstmal hier in der Hütte verkriechen. Na gut, Leute, wie gesagt, ich werde also gucken, dass ich mich so gut wie möglich vorbereite. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. War auf jeden Fall wieder ein sehr lehrreicher Part. Und ja, ich weiß, ich habe wieder vergessen, bevor ich mich an den Überfall getraut habe, zu essen. Ja, ich denke da nicht immer dran. Seht es mir einfach nach und ich versuche es auf jeden Fall zu ändern. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, bye bye.